Herzlich willkommen hier bei einem Livestreaming, neuen Livestreaming, was ich angekündigt habe schon bei einem letzten Livestream und gleichzeitig auch ein neues Let's Play, was auf YouTube hochgeladen wird. Ich wollte das schon sehr, sehr, sehr lange machen. Ich habe es auch schon mal irgendwann angefangen gehabt. Die Folgen liegen seitdem ewig bei mir auf dem Rechner rum, weil ich es nie mehr weitergemacht habe. Und wie ihr schon seht, wollte ich mit euch mal Tomb Raider spielen. Ich will es auch langsam mal anfangen, denn es kommt demnächst ein neues Tomb Raider raus. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber ich würde ganz gern vorher noch dieses gespielt haben. Und ich habe schon länger vor, ich habe es auch schon länger und ich werde jetzt einfach mal frisch mit euch anfangen. Das heißt, wir machen ein neues Spiel, erstellen Sie neue Speicherdaten. Ich mache es mal auf normal und schauen uns einfach mal alles an. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Autsch. Square Enix presents. Erstmal hallo Solderos, herzlich willkommen hier bei meinem Stream. Ich habe übrigens gesehen, dass ich ja ein paar verworfene Frames habe, die aber schon seit einiger Zeit sich nicht mehr erhöhen. Das heißt, war wahrscheinlich vorhin, wo ich ein paar bisschen die Fenster rumgespielt habe. Ansonsten, was bleibt zu Tomb Raider zu sagen, was wir hier spielen? Es ist definitiv wohl eins der gelungensten Reboots, den es eigentlich seit letzter Zeit gab. Denn es ist ja eigentlich ein Reboot, sprich Tomb Raider, die ganze Ära fängt von neuem an. Dieses Spiel handelt ja wirklich darum, wie Lara Croft im Prinzip zu ihren Wurzeln gefunden hat, zu ihren Archäologiewurzeln. Und sie ist nicht einfach nur rebootet worden, sondern eigentlich auch ein komplett neues Image verfasst worden. Es ist nicht mal so die krasse Überfrau, sondern es ist ein Mensch geworden. Es ist eine zerbrechliche Person geworden, die aber gut ist und so weiter und so fort. Hallo Nina Trauma ist und auch ein Dribble. Dankeschön fürs Folgen. So, und jetzt. Hilfe! Ein bisschen rumwackeln. Und auch wenn das Spiel schon mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel hat, es sieht einfach nice aus. Und wenn ihr das Spiel zu leise findet, sagt ruhig Bescheid, ich mach's dann ein bisschen lauter. Ich hab's, glaube ich, noch vom letzten Streaming so eingestellt gehabt. Oh, es brennt. Ich muss runter. So, jetzt muss ich darüber. Ich habe das Spiel auch selber privat noch nie durchgespielt, noch nicht mal ansatzweise. Deswegen ist eigentlich so ziemlich alles neu für mich. Ja, das wird wehtun. Und jetzt brennt's.
Das ist so böse. Nein. So. Ich spiele mit Controller. Ich spiele PC-Version, aber ich spiele mit Controller. Und ich muss mir ehrlich gesagt erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein paar Mal ein bisschen failen. Da gibt es nämlich so eine Stelle, wo ich ab und zu faile, weil ich die falschen Tasten drücke. Denn ich bin grundsätzlich, weiß ich, wie nur ein PlayStation-Controller auswendig spielt. Mit den XY, X, Kreis, Dreieck und so weiter und so fort. Und ich spiele hier aber mit einem Xbox-Controller und da ist es ja ein bisschen anders. Deswegen, gerade das X verwechsel ich immer. Das X ist nämlich bei PlayStation unten und bei diesen Xbox 4 Xbox-Controller ist der ja links. Was ist bloß passiert? Deswegen ist das mal ein bisschen irritierend. Genauso auch die Farben. So, brennbare Barriere. In weißen Stoffen gewickelte Objekte können angezündet werden. So. Aber ich kann mir erstmal die Fackel hier nehmen. Eine Fackel. Das war laut. So. Halt dranbleiben. Ich finde aber auch die Synchronstimme von Mona Turner so gelungen, so gut gemacht da drin. Die Stimme passt richtig zu ihr. Für die, die im Stream sind, habt ihr das Spiel denn schon mal gespielt? Habt ihr es schon mal gesehen? Habt ihr schon mal daran überlegt, das zu kaufen? Keine Ahnung. Ruhig mal ein bisschen eure Meinung dazu hören. Oh, verdammt. Ist die Fackel wieder aus. Überlebensinstinkt. Drücke LB, um die Umgebung zu erkunden. So, was haben wir da? Wir haben auch mal ein Fass. Da war in Stoff geachtet, dieses weiß gewickelte Zeug, das sind alle Segel oder sowas. Und da ist eine explosive Tonne. Das heißt, zündel, würde ich mal sagen. Wo ist da einer? Und vor allem, wir wollen ganz leise sein. Ganz leise, wo es dann mit uns keiner hört. Ganz leise. Also leiser geht's nicht. Das heißt jetzt aber auch schnell raus hier. So, weg da. Überall die Knochen hier. Nicht nur tierische, sondern auch menschliche. Und wieder die Fackel aus. Einsatzziel. Drücken Sie LB, um Einsatzziel wegweiser zu markieren. Und da muss ich durch. Da sind auch wieder explosive Tonnen. Ist ja gar nicht, was hier alles so rumschwimmt. Rein zufällig mal genau da, wo wir durch müssen, sind explosive Tonnen. Also ein bisschen was man mit zu tun hat, weiß ich natürlich aus dem Let's Play, was ich schon mal angefangen habe. Aber das waren ja bloß 8 oder 9% vom Spiel. Und von Let's Plays, die ich natürlich geschaut habe. Da oben ist ein abgestürztes Flugzeug. Ich will natürlich mal schauen, dass ich alles anschaue. Ich kann nicht versprechen, dass ich alles sehe. Da ist noch einer eingewickelt, wie es ausschaut. Ist das der neue Tomb Raider? Das neueste Tomb Raider? Zumindest das neueste, was draußen ist. Es ist ja, soweit ich weiß, ein neues in Arbeit. Ist aber noch nicht draußen. Aber das, was das da hier ist, schon ein paar Jährchen alt. Also nicht, das, nicht so aktuell. So. Okay. Das heißt, wir müssen das da hier da reinkriegen. So viel weiß ich noch. Und dazu muss ich das hier erstmal lösen. Das ist nämlich festgemacht. Falls jemand weiß, wann genau dieses Spiel nochmal rausgekommen ist, das habe ich jetzt vorher nicht nachgeschaut. Es ist aber schon ein paar Jährchen her.
Der kann es gerne noch kurz in den Chat schreiben. Da muss man ganz kurz noch was schreiben. Sekunde. So, oh, jetzt muss ich da wieder hoch. Überall die Schädel da hier, ne? Ich mag aber auch die Bewegungen, die die macht. Also, wenn man echt von damals überlegt gehabt mit Tomb Raider, wenn man echt mal überlegt, also kennt ihr den ersten Tomb Raider noch wirklich, wie verpixelt das alles war? Man konnte sie wirklich als Pixel-Titte bezeichnen, weil das war ja eigentlich zwei große Vierecke, die da mal dran hingen. Mit Multi-Details und verschwommenen Texturen und Haare waren eigentlich auch nur ein Körper. Und wenn man es mit heute vergleicht, das ist Wahnsinn, wie sich die Zeit entwickelt hat. Halt, ich muss ja dahin. So, da will ich drauf. Falsche Taste. Probier ich auch mal ein bisschen die Kamera auszurichten. Ja, da muss ich hin. So, und so wird nämlich das Gewicht da hoch und wird ausgeleert. Genau. Und rein mit dem Zeug. Ich kann immer vorbei hier. Schreibt mir ruhig auch mal vor allem in den Chat, wie das grafisch ausschaut, denn wie gesagt, ich streame ausnahmsweise mal in Full HD und will mal gucken, ob es irgendwelche Probleme macht. So spielen für mich gerade zumindest nicht, aber vielleicht für euch als Zuschauer, ich sehe es ja gerade nicht. Und... Oh, eine Mine ist dort. Alter, dass er nicht die ganze Höhle einstürzt, ey. Also ab die Post, raus hier. Raus hier, komm, Lara. Ah, Mann, da hinten war der Ausgang. Ausweichen von dem ganzen Gestrüpp hier. Komm. Komm, Lara. Mach deinen Namen alle Ehre. Komm. Lass los, du Mistkerl! Ah, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ah, Schippel. Hatte Tomb Raider 3 für PlayStation Anniversary für PlayStation 3 gespielt. Ja, Tomb Raider 3 kenne ich auch noch. Also ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Lass los, du Mistkerl! Und Batsch! Boah. Komm. Lara. Komm. Komm, auf. Gerade diese Szene lässt sich mit Tastatur und Maus so schwer spielen. Es ist halt nun mal à la PlayStation wirklich ein konsolenbasiertes Spiel, also ein controllerbasiertes Spiel. Und damit lässt sich es auch deutlich besser spielen. Bam. Hui. Spitze. Eine blutverschmierte Lara, die jetzt erst erfährt, wo sie eigentlich ist, auf einer Insel, auf einer unbekannten Insel,
wo sie auch anscheinend nicht die einzige ist, die dort gestrandet ist.